Juden, Christen und Muslime beten gemeinsam. Wir beten angesichts von Gewalt und Krieg im Nahen Osten. Wir beten angesichts von Schatten, der dieser Tage auf jüdisches Leben in Deutschland fällt. Es ist eine Kollektivhaftung, in die jüdisches Leben auch hier in Deutschland von Personen genommen wird, die eine einseitig anti-israelische Haltung einnehmen. Wir beklagen antisemitische Schmährufe und Schändung von Denkmälern, die dem Andenken von Opfern des Holocaust gewidmet sind. So wenig wie Terror, der den Islam für die Legitimation seiner Taten heranzieht, dazu führen darf, dass alle Muslime unter Generalverdacht gestellt werden, so wenig sollten Juden, jüdische Gemeinden oder Erinnerungszeichen für zerstörtes jüdisches Leben zu Stellvertretern eines souveränen Staates gemacht werden, der im Rahmen der Meinungsfreiheit kritisiert werden kann. Ein Wort zu den beklagenden Opfern. Es gibt einen Midrasch, der beschreibt, dass die Engel im Himmel einen Freudengesang angestimmt hätten, nachdem die Israeliten durch das Schilfmeer gezogen sind und Pharao, seine Streitmacht, alle im Meer untergegangen sind. Herrscht der Allmächtige seine Engel an und sagt: Ihr freut euch, während meine Geschöpfe im Meer untergegangen sind? Das ist kein Grund zur Freude. Und so weinen wir mit den Familien aller Opfer, die ihr Leben lassen mussten, weil es den Politikern auf allen Seiten nicht möglich ist, Frieden zu erhalten und zu festigen. Frieden. Shalom ist das hebräische Wort. Es reicht nicht nur bis an die Grenze, sondern das Einfrieden ist ein Zustand, der immer auch andere ausschließt. Der Shalom aber umschließt auch diejenigen, die jenseits der Grenze leben. Denn das Zelt des Friedens, das der Ewige ausspannt, ist diesseits und jenseits. Frieden, Shalom herrscht in den Himmelshöhen bei ihm, und ein Abbild dieses himmlischen Friedens erbitten wir von ihm. Wir erbitten es von ihm in der letzten Zeile des aaronitischen Priestersegens, wo es heißt: Der Ewige wende sein Antlitz dir zu und gebe dir Frieden. Die Synagoge, der ich als Rabbiner diene, heißt Sukkat Shalom, Hütte des Friedens. Im jüdischen Abendgebet bitten wir den Ewigen, unseren Gott: Ufros aleinu Sukkat Shalomecha, und breite über uns das Zelt deines Friedens. Im Sinne dieses allumfassenden Friedens bitten wir in dieser Stunde für den Nahen Osten. Leite uns in Frieden zu, o ewiger unser Gott, und lass uns zum Leben wieder aufstehen. Breite über uns das Zelt deines Friedens aus. Richte uns durch deinen guten Ratschluss. Im Schatten deiner Fittiche birg uns, denn du bist unser Retter und Hüter. Ein gnädiger und barmherziger Gebieter bist du. Hüte unseren Ausgang und unseren Eintritt ins Leben und zum Frieden von nun an bis in Ewigkeit. Adonai, Ozlamo Yiten, Adonai Varachet Amo Bashalom, der Ewige gibt allen Menschen guten Willens Kraft. Der Ewige segnet alle Menschen guten Willens mit Shalom, mit Frieden. Amen. Es ist furchtbar, wenn Menschen andere Menschen bedrohen und beleidigen, wenn Menschen gegen andere Gewalt richten und sie töten. Es ist grausam und schmerzvoll für alle, die davon betroffen sind. Und das muss jeden Menschen in die Verzweiflung führen. Denn wir alle sind doch Teil einer Menschheitsfamilie, so unterschiedlich wir auch sind. Jeder Mensch hat Herz und Seele, so wie du und ich. Kein Mensch wird als Feind geboren. Jeder Mensch wird geboren und möchte in der Tiefe seines Herzens in Frieden mit seinen Lieben leben. Das gilt für alle Menschen, Jüdinnen, Muslime, Christinnen und Säkulare, für die Menschen in Israel und in Palästina. Der oder die andere ist ein Mitmensch, Teil der geschwisterlichen Familie, die die Menschheit ausmacht. Lasst uns alles dran setzen, dass Menschen nicht schreien und drohen, sondern miteinander reden, im Gespräch bleiben. Das ist jede Mühe wert. Nicht schießen, sondern verhandeln. Nicht hassen, sondern beten.
beten, Seite an Seite, in unseren unterschiedlichen Glaubenstraditionen, aber gemeinsam für Verständigung und mehr Verständnis, für den Frieden in der Welt, für den Schutz eines jeden Lebens, für die Opfer und um Gottes Beistand. Lasst uns beten. Guter Gott, als dein Volk Israel im Elend lebte, da hast du sein Wehklagen gehört und hast dein Volk errettet. Heute erheben wir unsere Stimme zu dir. Sieh auf unsere leidgeprüfte Menschheit. So oft ist sie bedroht und geknechtet von Gewalt und Krieg. Höre unser Rufen und sieh unsere Not, unsere Sehnsucht nach Frieden. Jesus Christus, du Friedensfürst, ziehe ein in unsere Herzen. Du bist in die Welt gekommen, um das Böse zu überwinden. Hilf, Hass und Mauern zwischen Menschen und Völkern zu überwinden, damit Frieden herrscht im Nahen Osten und in der ganzen Welt. Höre unser Rufen und sieh unsere Not, unsere Sehnsucht nach Frieden. Guter Gott, sieh die Tränen der Opfer von Hass, Bedrohung und Gewalt in Israel und in Palästina, in unserem Land und weltweit. Nimm die Opfer gnädig auf, segne und behüte alle Betroffenen, ihre Angehörigen und ihre Freunde. Und auch uns, damit wir jederzeit zurückfinden auf den Weg der Verständigung und des Friedens, sollten wir uns verirren oder müde werden. Amen. Jesus sagt, selig sind die Friedenstiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Ja, gnädiger Gott, mache uns alle zu einem Werkzeug deines Friedens, dass wir das Gespräch suchen, beten und einander zugewandt sind, verstehen und trösten und segnen. Um deiner Liebe willen, schenke du uns deinen Frieden, Gott. Amen. Wir beten gemeinsam, denn wir sind gleichermaßen besorgt und betroffen. Wir befinden uns ein weiteres Mal in einer zutiefst erschütternden Zeit. Im Nahen Osten ist der Konflikt erneut entfacht und hat vielen Menschen das Leben gekostet. Das Grauen strahlt in die ganze Welt. Es ist Zeit, Solidarität zu zeigen. Die Sprachlosigkeit oder Schweigen können wir uns nicht leisten. Die einen sprechen von jüdischen Opfern, die anderen wiederum von palästinensischen. Nein, die Opfer des Konfliktes sind Menschen und zu ihnen allen zeigen wir unsere Solidarität. Mit klaren Worten wollen wir uns für den Frieden, für Salam im Nahen Osten, in Deutschland und auf der ganzen Welt bekennen. Salam und Shalom sind miteinander verwandt, sie sind Geschwister. Die Worte von Rabbiner Andreas Nachama gelten auch für den arabischen Friedensbegriff. Der Frieden ist ein Grundrecht aller Menschen und an allen Orten der Welt muss sie gültig sein. Ihnen dürfen keine Grenzen gezogen werden. Wenn irgendwo auf der Welt der Frieden nicht funktioniert, schmerzt es in meinem Herzen. Menschen, die ich begegne, begrüße und mit ihnen tagtäglich zusammen sind. Ich begegne sie, ich begrüße sie mit folgenden Worten. Und das in der Tradition des ehrenwerten Propheten Mohammed. Segen und Frieden seien mit ihm. Ich begrüße sie mit Salam. Und ich verabschiede mich von ihnen mit Salam. Mit dem ersten Salam bekunde ich, dass meine Mitmenschen in meiner Gegenwart in Sicherheit sind. Mit einem Abschiedssalam bete ich für ihre Sicherheit auch in meiner Abwesenheit. Darüber hinaus fordert uns Gott im Koran auf, für die Sicherheit aller Gotteshäuser zu sorgen. So heißt es im Koran. Und hätte Gott nicht die Menschen, die einen durch die anderen zurückgehalten. Mit Sicherheit wären dann Klöster, Synagogen, Kirchen und Moscheen, in denen man des Namens Gottes oft gedenkt, zerstört worden. Gott wird fürwahr dem helfen, der ihm hilft. Wahrlich, Gott ist stark und mächtig.
Einst haben Musliminnen und Muslime für den Schutz von Jüdinnen und Juden und für den Schutz von Synagogen gesorgt. Juden und Muslime haben schon so vieles gemeinsam durchmacht. Muslime haben spanische Juden mit Schiffen aus einem ihnen entfremdeten Spanien gerettet. Muslime haben für Juden unter dem Nazi-Regime originaltürkische Pässe erstellt, um ihnen ein Leben in Freiheit und Sicherheit zu ermöglichen. Was ist eigentlich daraus geworden? Was ist aus dieser Freundschaft geworden? Heute ist es beschämend zu erleben, wie Synagogen angegriffen und geschändet werden. Ich rufe zur Besinnung auf. Kommt zur Vernunft. Zugleich möchte ich unsere Gesellschaft vor Pauschalisierungen, Generalverdacht und als Konsequenz davon vor Islamfeindlichkeit warnen. Und mit diesen Gefühlen wende ich mich an Gott und bete. Im Namen Gottes, dessen Erbarmen und Barmherzigkeit unvergleichlich sind. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ya mu'in ad-du'afa. Ya kenz al-fuqara. Ya sahib al-ghuraba. Ya nasir al-awliya. Ya qahir al-a'da. Ya rafi' as-sama. يا كاشف البلاء يا أنيس الأولياء يا حبيب الأتقياء يا إله الأعنياء سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار O du Unterstützer der Schwachen, O du Schatz der Armen, O du Gefährte der Fremden, O du Helfer der Freunde, O du Bezwinger der Feinde, O du Aufrichter der Himmel, O du Beseitiger des Unglücks, O du Vertrauter der Freunde, O du Geliebter der Frommen, O du Gott der Reichen im Herzen, Ehre sei dir, außerdem es keine Gottheit gibt, du bist Sicherheit und Frieden, von dir kommen Sicherheit und Frieden. Amin, walhamdulillahi rabbil alamin.